Zu den grundlegenden Behauptungen der Flacherdler gehört, dass Sonne und Mond irgendwie über der Erde kreisen und somit auch nicht untergehen, sondern sich lediglich von uns entfernen. Daraus ergeben sich natürlich zahlreiche Ungereimtheiten und Widersprüche zur realen Beobachtung, die dann mit noch absurderen Behauptungen und physikalisch unhaltbaren Hypothesen weggezaubert werden müssen. So sei die Sonne beispielsweise eine Art Spot, der lediglich einen Teil der flachen Erde beleuchte, deswegen könne außerhalb des Lichtkegels selbstverständlich Nacht sein. Ja, blöd nur, dass man in einer solchen Konstellation von der Nachtseite aus immer auch den Spot selbst bzw. die Öffnung der Lichtquelle sehen würde. Der Flacherdler hier widerlegt sich gerade selbst und merkt es nicht mal. If you were on the other side of the table, you would see the light, because it's, you know, above the table. But that's not true, because on that part of the table, it's in darkness, meaning that the light isn't physically reaching that part of the tabletop. Genauso tölpelhaft stellen sie sich natürlich an, wenn es um Sonnenuntergänge geht, bei denen sich die Sonne angeblich lediglich entfernt. Als Beleg werden dann gerne Aufnahmen wie diese hier angeführt, die jedoch tatsächlich keine kleiner werdende Sonne zeigen, sondern lediglich eine komplette Überbelichtung und somit Überstrahlung. Damit sinkender Sonne aufgrund dichter werdender Atmosphäre auch ihre scheinbare Helligkeit abnimmt, geht natürlich dann auch die Überstrahlung zurück. Die wahre Sonnengröße ist so aber praktisch nicht erkennbar, außer sie ist zufällig mal durch Wolken verdunkelt. Möchte man die tatsächliche Sonnengröße sehen und Überbelichtung vermeiden, dann benutzt man einen entsprechenden Filter vor der Kamera. So einen Filter kann man mit etwas Pappe und spezieller Folie problemlos selber basteln. Und dann kann man doch einfach mal über den Tag hinweg nachprüfen, ob Größe oder Geschwindigkeit der Sonne sich tatsächlich verändern, so wie die Flacherdler es behaupten. Ist kinderleicht. Ich hatte das vor einiger Zeit schon mal stichprobenartig gemacht und natürlich war keinerlei Änderung feststellbar. Ja, nun könnte man monieren, dass es eben nur Stichproben waren. Zudem hätte ich ja auch die Brennweite der Kamera verändern können. Ich Schelm. Also gut, machen wir das Ganze nochmal. Mit fixer Brennweite und kontinuierlich über den gesamten Tag hinweg. Von morgens um kurz nach 8 bis abends nach 7, also rund 11 Stunden lang. Direkt am Teleskop angeschraubt war eine Canon 650D. In der Kombination ergibt das eine feste, kleinbildäquivalente Brennweite von rund 2000 mm. Also ähnlich wie die bei Flacherdlern so beliebte Nikon Coolpix P900, die Wahrheitskamera. Das Teleskop ist parallaktisch montiert, das heißt, seine Drehachse verläuft parallel zur Erdachse und ist auf den Himmelsnordpol nahe Polaris ausgerichtet. Die Kamera machte alle 40 Sekunden ein Foto, insgesamt gut 1000 Stück. Parallel dazu stand eine Videokamera, die das Teleskop selbst im Blick behielt und im Zeitraffermodus ebenfalls alle 40 Sekunden ein Bild aufnahm. Und schon ohne irgendwelche Analysen ist eindeutig zu sehen, dass sich an der Größe der Sonne exakt nichts ändert. Auch die Geschwindigkeit verändert sich nicht. Mein Teleskop dreht mit konstant 15 Grad pro Stunde, um die Erdrotation auszugleichen. Über den ganzen Tag hinweg. Das ist nur damit erklärbar, dass die Sonne eben nicht über der Erde baumelt, sondern scheinbar auf einer Bahn um sie herumkreist. Warum machen eigentlich Flacherdler nicht solche Versuche? Haben die selbsternannten Wahrheitssucher Angst vor eben jener? Um es mal noch etwas deutlicher zu machen, habe ich hier die Sonne links mit einer schwarzen Maske überlagert und rechts mit einer grünen hinterlagert. Jegliche Größenänderung wäre damit direkt sichtbar. Würde sie größer, würde sich links ein Ring um die Maske bilden. Würde sie hingegen kleiner, käme rechts mehr Grün zum Vorschein. Doch beides ist nicht der Fall. Außer natürlich, dass rechts das Chroma Keying etwas durcheinander kommt, als die Sonne hinter dem Baum vorbeizog. Aber die Größe bleibt dieselbe, von morgens bis abends. Die einzige Veränderung, die man über die Stunden tatsächlich sehen konnte, war eine kleine Wanderung der beiden Sonnenfleckengruppen aufgrund der Eigendrehung der Sonne. Sie ist halt eine rotierende Kugel, genau wie die Erde.